Hallo, hier ist Vasilena von business-nemski.com, wo ich dir zeige, wie du Businessdeutsch mit Spaß und Leichtigkeit lernst. Heute habe ich einen sehr, sehr interessanten Interviewgast. Ich kann das gar nicht abwarten, dir diese Person vorzustellen. Zum einen handelt es sich um eine Künstlerin, eine bekannte Berliner Künstlerin. Und zum anderen ist das zufällig auch noch meine Cousine. Also bin ich doppelt erfreut, dir diese Person vorzustellen. Und ich freue mich sehr, 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 Paulina, willkommen zu heißen hier zu diesem Interview. Hallo, Polly. Hallo Vassi, wie geht's? Mir geht es gut, Polly. Es ist so schön, dich zu sehen. Ja, finde ich auch. Ja, es ist weit weg, aber wir brauchen immer Anlässe, um uns zu sehen. Frankfurt, Berlin ist doch nicht so um die Ecke. Absolut, absolut, Polly. Ich habe dich heute eingeladen, weil deine Geschichte absolut faszinierend ist. Also zum einen sprichst du perfekt Deutsch, obwohl Deutsch nicht deine Denkst Muttersprache du wirklich? ist. Ja, absolut. Du sprichst perfekt Deutsch. Und zum anderen hast du eine sehr, sehr inspirierende Geschichte, wie du deine Ziele hier in Deutschland erreicht hast und was du überhaupt erreicht hast. Es ist wirklich Danke. faszinierend. Und mit diesen Interviews möchte ich auch meinen Schülern und auch überhaupt den Zuschauern zeigen, was möglich ist, wenn man sehr gut Deutsch spricht. Absolut. Nicht nur, aber größtenteils, ne? Vor allem, wenn man Deutsch mit dem Schweizerdeutsch-Akzent spricht, so wie ich. Wow, das wusste ich Badische gar Schweizerdeutsch nicht. oder mit dem fränkischen, bäuerischen Akzent. Aber jetzt versuchen wir Hochdeutsch zu reden, ne? Okay, Polly, Ja. jetzt bin ich ein bisschen baff. Ich wusste gar nicht, dass du auch alle verschiedene Akzente sprichst. Okay, bleiben wir beim Hochdeutsch für unser Interview. Super, dann möchte ich dich einfach bitten, dich kurz vorzustellen, wer du bist und was du beruflich machst. Ja, also hallo ihr Lieben, ich bin Paulina, ich bin 34, fast 35 und ich komme aus Plovdiv. Ich finde nach wie vor, das ist die schönste Stadt Bulgariens, Kulturhauptstadt Europas natürlich 2019. Und ja, wer bin ich? Also ich bin Künstlerin, wie Vasi schon erwähnt hat, Designerin. Ich bin Galeristin auch, ich bin auch Kuratorin, ich bin seit neuerdings auch Autorin, aber eigentlich habe ich Kunstgeschichte studiert, ne? Also ich bin auch nach Deutschland gekommen, um Kunstgeschichte, Philosophie und Vorsicht, christliche Archäologie und Byzantinistik zu studieren. Also exotischer geht's kaum. Ich habe mir immer die allerunpraktischsten und speziellsten Fächer, Fachrichtungen ausgesucht, die man sich überhaupt aussuchen kann. Die bringen in der Tat nicht viel, also sind brotlos, aber ja, also das musste einfach sein. Das war mein Traum, Geisteswissenschaften zu studieren. Ich habe auch Kulturmanagement studiert, später auch noch als Weiterbildung. Und also ausgebildet bin ich eben Kulturwissenschaftlerin oder Kunsthistorikerin, aber ich mache was ganz anderes und ich bin auch noch stolz drauf. Das kannst du auch sein, Polly. Du kannst stolz auf dich sein. Danke. Okay, du bist also nach Deutschland gekommen, um zu studieren und dafür brauchtest du die deutsche Sprache. Konntest du schon Deutsch, als du nach Deutschland kamst? Oder wie hast du Deutsch gelernt? Ja, definitiv. Also ich war auch wie du auf einer Spezialschule, also auf dem deutschen Gymnasium in Plovdiv.
Und wir waren auch die erste, meiner Erinnerung nach, der erste Jahrgang, der dieses deutsche Sprachdiplom gemacht hat. Und das heißt, das war dem deutschen Abitur äquivalent und hat uns berechtigt zu einem Studium in einer ausgewählten Stadt, nach unserem Empfinden berechtigt. Und für mich war das wirklich, ja gut, ich konnte schon fließend Deutsch, natürlich nicht Badisch, weil ich bin nach Freiburg im Breisgau gegangen, in Südwestdeutschland, und da spricht man eben kein Hochdeutsch oder sehr schlecht Hochdeutsch. Also musste ich Badisch lernen, weißt du, wie ich meine. Und okay. Ja, ich konnte 5 Jahre Deutsch, ich habe schon 5 Jahre Deutsch gelernt oder gekonnt, bevor ich nach Deutschland übersiedelt bin, und habe mir die südlichste Stadt in Deutschland und die sonnigste Stadt in Deutschland auch ausgesucht. Das war für mich Hauptkriterium neben der guten Universität. Sehr schön, wunderbar. Und was waren am Anfang so die größten Schwierigkeiten in Deutschland neben dem Akzent? Also für mich war das ungelogen, also erstmal war das Wetter komplett scheiße, Entschuldigung. Das war schon frappant, wenn man aus Südbulgarien kommt, aus Plovdiv, ist selbst Süddeutschland ist einfach zu kalt. Das war einfach so. Da hatte ich eine Winterdepression und die ganze Zeit grauer Himmel und einfach diese Kälte, dieses Unpersönliche, die Menschen waren viel reservierter, viel einfach skeptischer, oder wir waren einfach total exotisch, weil ich sage wir, ich war mit meiner Zwillingsschwester dabei, wir sind beide mit einem Koffer ohne Geld und auch ohne Familie, wir waren unter anderem auch schwer krank, das muss ich noch am Rande erzählen, sind einfach ja, ganz mutig ins kalte Wasser gesprungen und nach Freiburg gegangen. Und das war einfach erstmal diese Krankheit, das Klima, dann wir mussten uns auch selbst finanzieren, war auch nicht so einfach, gell? Da musste man einfach bis zu 5 Nebenjobs neben dem Studium haben. Die Grenzen waren zu, also es gab keine Flüge. Es gab schon Flüge, aber die waren sehr teuer. Also wir sind nur mit dem Bus gefahren und einmal im Jahr bis zu 2 Tagen im Winter oder im Hochsommer über 40 Stunden gefahren, und dann waren einfach ja, dieser Mangel an Geld, an Sicherheit, an Halt, der Mangel an Familie. Dann hatte ich auch eine sehr traurige, also das Erste, was mir da passiert ist, und meiner Schwester auch, natürlich unsere Schulfreundin, also die ist gestorben. Die hatte einen Unfall am Hauptbahnhof in Freiburg und wurde von einem Güterzug mitgeschleppt, und das war einfach ein Schock für uns beide. Das war auch die einzige Person, die wir in Freiburg kannten übrigens, und sie ist gestorben, und das hat uns sehr schockiert und einfach sehr erschüttert und hat unsere Magersucht sehr verschlimmert. Wir haben das ungefähr bis zum Zwischenstudium geschafft. Damals gab es ja keinen Bachelor und Master, es war alles auf Magister. Und dann musste ich natürlich mein Studium abbrechen, damit ich wieder gesund werde. Ja, das bin ich ja auch, Gott sei Dank. Also ich habe es überlebt, aber es war sehr, sehr hart an der Schwelle sozusagen. Und ich habe auch mein Studium zu Ende gebracht danach, also habe irgendwann 3 Stipendien bekommen vom Deutschen Akademischen Austauschdienst, von so kleinen lokalen Stiftungen und auch nochmal von Alfred Töpfer Stiftung aus Hamburg. Das waren Stipendien aufgrund hoher Leistungen und auch sozialen Engagements, weil wir auch sehr engagiert waren an der Uni, also im Studentenwerk. Wie heißen diese Reisen? Kulturreisen, europäische Kulturreisen mit Studierenden begleitet haben, Kulturabende organisiert haben, also Länderabende, wo jedes Land seine Tradition auf der Bühne vorgestellt hat.
Dann hatten wir, was haben wir gesagt, genau, die Stipendien. Dann ging alles ein bisschen berghoch. Und irgendwann kam auch die EU und damit, 2007 war das, 2008 habe ich mein Studium abgeschlossen. 2007 war eben EU-Beitritt in die EU und das hat natürlich auch sehr viel erleichtert, weil wir nicht mehr jedes Jahr, wie nennt man das, einfach so eine Garantie, dass wir, meine Mutter musste jedes Jahr 15.000 Euro überweisen auf ein Konto, damit die Uni Freiburg sieht, dass wir hier sind, um zu studieren und nicht um die Arbeitsplätze der Deutschen sozusagen wegzuschnappen. Und das natürlich totaler Quatsch war. Aber ja, auf einmal war alles offen und ich habe mich schon öfters gefragt, warum musste das eigentlich so schwer sein? Ja. Heutzutage kommen die Bulgaren nach Deutschland, um Urlaub zu machen oder um einfach ein Wochenendkonzert irgendwo in Berlin zu besuchen, haben gute Jobs in Bulgarien und ja, die Welt ist klein und die Welt ist offen, aber zu der Zeit, wo ich nach Deutschland gekommen bin, war das alles andere als selbstverständlich. Und das war 2002. Ne? Das stimmt. 2002. Ja, ich kann mich auch erinnern an die langen Schlangen im Ausländeramt, bei der Ausländerbehörde, wo man ja immer eine Nummer ziehen muss und dann 2 Stunden wartet, bis man dran ist. Und dann muss man immer erklären, warum man in Deutschland bleiben möchte und sein Visum beantragen. Es war wirklich schwierig. Ja, sehr schwierig. Und zum Thema, dazu kann ich auch was Klammer auf, deutsche Staatsangehörigkeit. Es hat mir, bei mir hat es ungefähr 13 Jahre gedauert, bis ich den deutschen Pass oder die doppelte Staatsangehörigkeit bekommen habe. Das war auch ein sehr großer Kampf für mich. Vielleicht hatte ich einfach nur Pech, weil ich in einem sehr von Neonazis dominierten Bezirk den Pass beantragt habe. Und ich habe in der Kultur gearbeitet und mein Einkommen war natürlich lächerlich. Also wenn man nicht genug verdient, ist man direkt eine Gefahr für das Sozialsystem und das war einfach immer schnell, naja, bevor sie Hartz IV, Sozialhilfe sozusagen beantragt, sagen wir den Pass ab, weil sie natürlich nicht so viel verdient und dementsprechend nicht so viele Steuern einzahlt. Und also ich habe das den Pass erst beim zweiten Versuch oder beim zweiten Antrag bekommen, nachdem ich bei einem Verlag Marketing und Vertrieb, die Marketing- und Vertriebsabteilung geleitet habe. Okay. Und gehen wir noch mal ein bisschen zurück zu deiner Studienzeit. Du hattest eine sehr, sehr schwere Zeit am Anfang mit persönlichen Herausforderungen, auch mit dem Verlust deiner Freundin. Das ist sehr, sehr hart. Und auch hast du gesagt, dass du am Anfang unter dem Kulturschock gelitten hast. So habe ich das auch verstanden. Was hat dir über diese ganzen Jahre Motivation gegeben, weiterzumachen? Warum hast du dann einfach nicht das Tuch weggeworfen und gesagt, ja, ich fahre jetzt nach Hause und das war's? Ehrlich gesagt war das auch ein bisschen eine Flucht von meiner Familie und den Problemen in der Familie. Meine Eltern haben auch immer gesagt, wenn ihr 18 werdet, seid ihr komplett selbstständig, dann schmeißen wir euch ins kalte Wasser und dann werdet ihr schnell erwachsen. Ne? Und das war ja auch so. Also ich bin in Deutschland erwachsen geworden, obwohl ich nicht hier aufgewachsen bin. Also ich wollte auf keinen Fall zurück nach Hause, um wieder von meinen Eltern abhängig zu sein, bemüttert und ja, also einfach verhätschelt, wie man sagt, zu werden. Und dann war das mein persönlicher Ehrgeiz, einfach dieses Studium zu schaffen, weil ich mir das vorgenommen habe. Im Nachhinein lache ich drüber und denke mir, hättest du lieber Wirtschaft studieren müssen. Aber ja, wem muss man eigentlich was beweisen? Ne? Also man hat ja nur dieses eine kleine, kurze Leben. Und ja, das ist jetzt, damals war ich einfach sehr ehrgeizgetrieben und ich wollte auch die Krankheit überwinden. Also diese Essstörung, die ich hatte,
Und es war einfach, der Antrieb war schlichtweg, du musst die Uni abschließen und das motiviert dich, damit du endlich mal gesund wirst. Ja. Ja. Und natürlich auch meine Zwillingsschwester und diese permanente Konkurrenz untereinander. Also wir haben uns beide einfach sehr gegenseitig motiviert auch, auch wenn wir uns damit auch ein bisschen ja, beschränkt haben, weil jede versucht hat, immer besser als die andere zu sein. Es war eine Hassliebe, ja. Okay, du darfst das so formulieren. Oder Liebe-Hass-Beziehung. Und wann hast du gemerkt, dass du in Deutschland angekommen bist? Das heißt, wann hattest du das Gefühl, dass du endlich die Sprache sehr gut verstehst und sprechen kannst, dass du vielleicht auch schon einen Bekanntenkreis aufgebaut hast? Wie lange hat das gedauert? Wie war diese Transition? Also, ich muss ehrlich sein, ich bin immer noch nicht angekommen. Also Ankommen ist ein Prozess und ich glaube, das dauert einfach das ganze Leben. Aber natürlich ist es so, wenn man perfekt Deutsch spricht oder sehr fließend Deutsch spricht mit einem kleinen, klitzekleinen bisschen Akzent, den man nicht einordnen kann, ist man natürlich ja, mehr willkommen und man hat einfach Vorteile, weil man einfach einen super guten Job finden kann und sogar ist man bevorzugt in Deutschland, wenn man einen kulturellen Multikulti-Background hat. Und natürlich bin ich selbstbewusster geworden, als ich den Pass bekommen habe, weil ich das Gefühl hatte, ja, ich bin um die Einbürgerungsprüfung, um diese Sprachprüfung ging es da gar nicht. Es ging eher um das Einkommen eigentlich. Aber wenn ich den Pass in der Hand hatte, dann dachte ich, okay, du darfst auch endlich wählen, du darfst vieles mitbestimmen und insofern das Selbstbewusstsein kommt einfach mit dieser Freiheit zur Mitwirkung. Ja. Und das hat mit mir, mit der Sprache jetzt natürlich auch nicht direkt zu tun, aber klar, wenn ich jetzt 2-3 Monate kein Deutsch sprechen würde, dann würde mein Deutsch auch einschlafen und dann wäre ich auch nicht so selbstbewusst. Das muss ich schon auch ehrlich zugeben. Ne? Ich gucke schon, dass ich permanent deutsche Literatur lese. Also Bulgarisch habe ich seit Jahren nicht gelesen, leider. Mein Freund ist Deutscher, meine Bekannten, meine besten Freunde sind Deutsche. Ich habe an der Uni mehr mit Multikulti-Leuten zu tun gehabt, aber im Alltagsleben oder im Geschäftsleben sind die fast alle zu 80% eigentlich Deutsche. Mhm. Ja. Wie würdest du die deutsche Kultur beschreiben? Was sind deine Eindrücke? Also gibt es sowas wie deutsche Kultur? Im doppelten Sinne. Also Essenskultur kann man vergessen. Gott sei Dank gibt es hier Ausländer, weil sonst würde ich, glaube ich, als Vegetarierin hier nichts bestellen. Zum Glück gibt es in Berlin auch vegane internationale Küche. Aber so die typisch deutschen Züge, das ist zum einen dieses Rationale, ich glaube, dieses Intellektuelle, Verkopfte auch ein bisschen, also sie versuchen dich sehr schnell einzuordnen, also das Schubladendenken ist hier sehr weit verbreitet, nach wie vor. Viele sind sich auch dessen bewusst, aber trotzdem kann man die Leute sehr schnell in so Kategorien ja, stecken. Und solche Leute wie wir, ne, mit so einer ja, vielfältigen Lebensgeschichte, das ist einfach, da gelten solche Kategorien und Schubladen nicht. Ne? Also man muss immer wieder aufklären und denen auch erklären, dass nicht alle Bulgaren und nicht alle Rumänen und nicht alle, die aus dem Osten kommen, gleich in einen Topf geschmissen werden können. Also bei den Westdeutschen. Das stört mich sehr, diese Vorurteile, die gibt es immer noch da. Auch wenn sie sehr subtil sind und verkleidet in eine Pseudotoleranz aus meiner Sicht. Also Willkommenskultur und dieses, ja, wir bereisen die Welt und egal wohin man reist, die meisten Ausländer, die man im Ausland trifft, sind doch Deutsche. Ne? Also das spricht auch schon dafür, dass sich die Leute hier das auch leisten können
und dass sie auch neugierig sind und alles studieren wollen und die wollen alles gründlich machen. Ne? Die wollen auch alles die Kontrolle haben und effizient die Dinge, ja, einfach die Kontrolle über die Dinge haben. Das ist für mich was typisch Deutsches. Und perfektionistisch würde ich sagen, pedantisch manchmal, pragmatisch, andererseits, ja, auch sehr, also ich habe sehr großzügige deutsche Freunde, also die sind auch sehr tolerant, wenn sie dich ins Herz geschlossen haben, sind die auch sehr, sehr offen und man hat auch Freunde fürs Leben gewonnen. Also sind nicht oberflächlich, es dauert schon seine Zeit, bis das Eis sozusagen bricht. Und ja, also ich will jetzt nicht negativ klingen, aber manchmal habe ich das Gefühl, ja, das mit den Vorurteilen, ne? Also dieses, das war neulich wieder so ein Fall, ne? Also ich war bei einem Freund, wo der hat einen Kalender ins Leben gerufen und das war bei der Einweihung von diesem Kalender. Und das eine Model, was auf dem Kalender, auf dem Cover ist, kommt aus Ungarn. Und er hat erzählt, ja, ich war sehr erstaunt, dass sie jetzt nicht direkt aus Ungarn gekommen ist, sondern aus Singapur, weil ich dachte mir, dieses arme osteuropäische Mädchen, die kann sich doch keine Reise nach Singapur oder in die Malediven oder was weiß ich leisten. Ne? Das ist immer noch dieses Ost-West, ist es immer noch sehr, sehr präsent hier, also in Berlin vor allem und gerade bei den Westdeutschen. Und ja, was anderes typisch Deutsches. Was schätzt du besonders an deinen deutschen Freunden? Die Treue, die Loyalität, die Freiheit, dass man seine Meinung sagen darf, dass man auch diskutieren darf, aber nicht politisch. Politische Diskussion sollte man zur heutigen Zeit sehr vermeiden hier. Sonst ist man gleich schnell rechts oder schnell links oder ja, wieder diese Schubladen. Ne? Ja, die Loyalität, würde ich sagen. Ja. Okay. Die Pünktlichkeit, mehr oder weniger, auch die Effizienz in der Arbeit, die, ja, also dieses, wie soll ich sagen, die Präzision auf jeden Fall. Ja, diese akribische Präzision, die Selbstoptimierung, was ich sehr negativ sehe übrigens, also ich bin gegen diese Selbstoptimierung, aber ich bin eine Künstlerin und insofern auch ein bisschen anti in vielerlei Hinsicht, ja. Du bist beruflich sehr erfolgreich, du bist mittlerweile selbstständig und hast eine Galerie in Berlin. Wie hast du deine Motivation über den ganzen Weg sozusagen beibehalten? Was hat dich angetrieben? Wie hast du es geschafft, in Deutschland deine Wünsche und auch deine beruflichen Ziele zu verwirklichen? Es war auf jeden Fall ein sehr langer Weg und es ist immer noch ein langer Weg. Also ich fühle mich auch lange nicht angekommen. Wie du schon erwähnt hast, bin ich seit zweieinhalb Jahren selbstständig mit einer eigenen Galerie, die hat am Anfang als Pop-Up-Store, also so ein temporärer Laden, angefangen in einer sehr schicken Designer-Mall in West-Berlin, in der Nähe von Kudamm. Die Preise waren aber extrem hoch und ich habe es nur fünf, sechs Monate da ausgehalten. Und ich wollte unbedingt auch was Permanentes haben. Also bin ich nach Mitte gezogen, also wieder in den Osten, was heute Osten ist. Und da ist auf jeden Fall, habe ich sehr schöne kleine, aber feste Räume, die ich ja, betreibe, allerdings nicht alleine. Also ich habe auch sehr viele Künstler und Designer, die Mitstreiter in meinem Projekt sind. Und mein Konzept war von Anfang an, Kunst, Mode und Design zu verbinden. Gegen die, wieder so ein bisschen anti, weil mich das immer gestört hat, dass die Kunstszene immer diese Schubladen hat. Also entweder bildende Kunst oder angewandte Kunst oder darstellende Kunst, aber nichts zusammen. Ich habe ja immer nach den Schnittstellen und Synergien sowohl zwischen Menschen als auch zwischen den Künsten gesucht.
Und das mache ich jetzt. Also ich mache auch Gruppenausstellungen, die ich selbst kuratiere, also Ausschreibungen, wo sich Leute bewerben. Oft kommen aber die Künstler auf mich zu. Dann habe ich meine eigene Modelinie, die ich jetzt seit diesem Jahr ins Leben gerufen habe. Die ist künstlerische Mode, also tragbare Mode. Das versuche ich auch zu verbinden. Ich mache weder das eine ausschließlich noch das andere. Und meine Grundlage dafür war aber, um deine Frage, auf deine Frage zurückzukommen, eben das Studium und diese 8 oder 9 Jahre habe ich in der Kunst- und Designszene gearbeitet. Also festangestellt für eine Non-Profit-Organisation, für Skulptur, die europaweit tätig ist nach wie vor, für eine Kulturstiftung, dann für ein Magazin, immer im Marketing und Vertrieb, also immer was Kommerzielles. Fundraising habe ich gemacht, ich habe Galerien geleitet, ich habe noch für 2 Messen die Organisation gemacht, also Kunstmessen in Berlin. Die sind die wichtigsten, aktuell sind die Art Berlin und Gallery Weekend und die Positions. Und ja, also Kunst- und Kulturmanagement, das war sozusagen die Vorlage und auch der für mich auch so ein, sozusagen ein Sprungbrett gewesen. Da habe ich auch meine ganzen Kontakte her und ich lebe immer noch davon. Ne? Mhm. Also das ist, aber der Weg ist noch sehr lang und ich bin sehr gespannt, was der Laden und überhaupt diese Spielwiese, nenne ich sie, oder den Zufallsladen Paulinas Friends noch bringen wird, was für Früchte er noch bringen wird. Mhm. Ja. Wie findest du die Kraft, immer wieder auf die Menschen zuzugehen und dich vorzustellen? Was ist dein Erfolgsrezept hier in Deutschland? Ich glaube, dass ich lebe nicht davon, sondern ich lebe dafür. Also ich liebe Menschen und meine Liebe zu Menschen und Verbindungen jeglicher Art ist eigentlich mein Motor und ich schöpfe selbst sehr viel Kraft daraus, also sehr viel Inspiration und Kreativität. Außerdem kommen auch sehr viele inzwischen auf mich zu, also muss ich nicht immer akquirieren und Klinken putzen, immer wieder, ja, hier bin ich, wollt ihr nicht, also da bin ich inzwischen so ein bisschen müde davon. Das habe ich sehr lange gemacht und inzwischen bin ich nicht, weil ich es nicht nötig hätte, ich habe es natürlich nötig, aber ich habe mir so eine gewisse Haltung angeeignet, sagt man, ja. Nach dem Motto, ja, ihr wollt was von mir, also schauen wir mal, was ihr mir anbieten könnt oder wie können wir uns zusammentreffen. Das ist so eine mentale Geschichte, glaube ich. Also weniger, man muss einfach annehmen, dass man schon Erfolg hat und dass man schon bekannt ist. Die Presse zeigt es auch, aber man muss natürlich auch ein bisschen den, wie sagt das ein Ex-Chef von mir, den Zufall systematisieren. Ja. Sehr kreativ. Dem Zufall unter die Arme greifen. Ja. Auf die Sprünge helfen auch, ne? Ja. Super. Also würdest du sagen, dass deine Aufgeschlossenheit und einfach immer dieses Sich-Selbst-Sein dir geholfen haben, auch diese Schubladen und auch dieses Schubladendenken zu überwinden und auch die Leute für dich zu gewinnen? Definitiv. Also es ist die Aufgeschlossenheit, der Mut auch. Also ich weiß nicht, ob es bei mir wirklich Mut ist oder ob es Leichtsinn ist. Die Frage würde ich mir gerne selbst beantworten. Also eine gewisse Portion Naivität, Leichtsinn und nach dem Motto, ja, da kann ja nichts schieflaufen, mach's einfach. Also nicht denken, einfach machen und erst danach denken und die Schlüsse ziehen. Also Aktivität und klar, Kompetenz muss man auch haben, aber es ist nicht das Ausschlaggebende. Ich glaube, es ist eher dieses sich trauen und groß träumen, viele Visionen haben, Dinge direkt beim Schopf packen, also direkt angehen und nicht verschieben. Ja, auch ja, einfach die Menschen, das, was man will, direkt kommunizieren. Also sehr direkt. Die Deutschen sind oft sehr davon ja, abgeschreckt. Auch mein Freund, der sagt ja, wie kannst du so direkt sein? Und so. Aber du sparst dir eine Menge Zeit damit.
Und ich habe immer das Gefühl, das ist doch meine Zeit, also muss was Sinnvolles daraus machen. Ich glaube, es ist auch die Suche nach dem Sinn auch. Ich muss immer Sinn spüren in dem, was ich tue. Und wenn es keinen Sinn für mich macht, dann muss ich direkt die Richtung wechseln. Also, ja. Super, Fanny. Also ich kann dir wirklich noch stundenlang weiter zuhören. Es ist total interessant, was du erzählst. Und eigentlich kann ich das auch nicht besser formulieren, was du jetzt gerade zum Schluss gesagt hast. Ich glaube auch, dass man trotz der Angst einfach handeln muss. Die Angst wird nie komplett verschwinden. Und ich glaube, in diesen Kreisen, in denen du dich bewegst, in der Kunst, ist man sowieso ständig ausgesetzt, ne? Der Kritik, dem Publikum und so weiter. Und trotzdem muss man weiterkämpfen, sich öffnen und einfach weitermachen, trotz der Angst. Ich habe übrigens was vor, und zwar werde ich jetzt demnächst bei den sogenannten Fuck-Up-Nights in Berlin, das sind Veranstaltungen, der Name ist irreführend, da geht es um Scheitern. Es geht um Fehler machen und es geht darum, dass Unternehmer ihre Geschäftskonzepte vorstellen und das, was sie falsch gemacht haben. Und da bin ich sehr scharf darauf, aufzutreten, weil ich eigentlich müde davon bin, immer in diesen Unternehmerkreisen, in denen ich mich auch bewege, immer nur von Erfolg zu sprechen. Ich möchte endlich mal Menschen kennenlernen, wo es um Fehler geht, um Verletzbarkeit, um Scheitern würde ich es nicht sagen. Es ist das vermeintliche Scheitern, aber eigentlich ist es, ja, es ist einfach immer die Kreativität, die man aus den eigenen Fehlern entwickelt. Und das ist für mich das, was mich treibt. Also immer wieder die Umwege und die neuen Wege, die daraus entstehen. Und deswegen, also ich werde mich da auf jeden Fall vorstellen und wahrscheinlich vor mehreren hundert Menschen auf der Bühne sprechen. Polly, das ist wunderbar. Ich kenne diese Veranstaltung, ich kenne die Fuck Up Nights. Die gibt es auch in Frankfurt. Super. Ich war schon zweimal dabei. Also dort. Und es ist unglaublich toll und ich freue mich total für dich. Mach das unbedingt. Es ist eine wunderbare Veranstaltung. Und wo können dich die Menschen finden, wenn sie noch mehr über dich erfahren wollen? Dankeschön. Also, also ihr Lieben, ihr könnt mich auf www.paulinasfriends auf Englisch, paulinasfriends, zusammengeschrieben.com finden. Und das ist die Webseite meiner Galerie. Da gibt es Portfolios der Künstler und Designer. Es gibt noch ein Magazin, wo ich über spannende Themen berichte. Es gibt, mein neues Buch wird da vorgestellt über den Zufall. Also ihr könnt euch gerne in den Newsletter eintragen und ich lade euch zu meinen Veranstaltungen auch ein. Und ich freue mich vor allem, euch sehr persönlich im Laden zu treffen. Ja, herzlich willkommen. Ich habe zu danken. Dankeschön. Du bist so inspirierend. Also ich meine, du hast so viel geschafft in Deutschland aus eigener Kraft. Du sprichst so toll Deutsch und du hast noch so vieles vor. Und ich bin mir sicher, du wirst sehr erfolgreich sein. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für deine Zeit und auch für dieses Interview. Herzlichen Dank. Ich habe zu danken. Ja, noch einen schönen Tag für dich und für die Zuschauer. Danke, Polly. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.